Elisabeth Motschmann für die CDU-CSU. Herr Präsident, meine Damen und Herren, es ist gut, dass wir heute die außenpolitische Debatte führen, nachdem wir ja viele innenpolitische Debatten geführt haben im Hinblick auf die Flüchtlinge. Fluchtursachen bekämpfen ist in aller Munde, das ist leicht gesagt und schwer getan. Die Fluchtursachen liegen natürlich nicht nur in Syrien, aber wir konzentrieren uns heute auf Syrien. Sie liegen in der gesamten Region und weit darüber hinaus. Diese Fluchtursachen beschäftigen nicht nur uns, sondern viele Menschen im Land. Und sie sind beunruhigt und sie sind ängstlich, was da noch auf uns zukommt. Die Herausforderungen sind in der Tat extrem für Deutschland, für Europa und die internationale Gemeinschaft. Die Fluchtursachen, das wissen wir, sind vielfältig. Krieg, Hunger, politische und religiöse Verfolgung, Enthauptung, Vergewaltigung und viel, vieles mehr. Viele meinen, die Situation sei aussichtslos. Aber wer so denkt, der kann nichts positiv verändern und verbessern. Das größte Laster ist Verzagtheit, sagt Franz von Assisi. Und das sollten wir uns zu Herzen nehmen. Die Mitgliedstaaten der EU haben vorgestern sehr gute Beschlüsse gefasst im Hinblick auf die Flüchtlinge, die Registrierungszentren in Italien und Griechenland, zusätzliche Milliarden für die Welthungerhilfe. Das alles sind erste richtige und wichtige Schritte, aber sie lindern die Not nur bedingt. Zurück zu Syrien. Von dort kommen zurzeit die meisten Flüchtlinge. Sie fliehen vor dem Terror des IS. Sie fliehen aber insbesondere auch vor den Fassbomben und dem Chlorgas von Assad. Er ist verantwortlich, und das sage ich hier noch mal ausdrücklich, für viele Tote, Verletzte und übrigens auch verstümmelte Menschen in seinem eigenen Land. Es gibt keine isolierte Lösung für Syrien. Der IS macht vor keiner Grenze Halt und hält zum Beispiel ja auch viele Teile vom Irak besetzt. Eines aber steht fest: Es ist unsere politische und moralische Pflicht, dem Töten in Syrien endlich ein Ende zu setzen. Seit 5 Jahren schaut die Weltgemeinschaft zu, Herr Wadephul hat es gesagt, wie dort gemordet wird. 250 Tote und 4 Millionen Flüchtlinge sind die bisherige Bilanz. Das, liebe Kolleginnen und Kollegen, darf so ganz bestimmt nicht weitergehen. Deshalb muss die Entschärfung dieser Krise absolute außenpolitische Priorität haben. Wir müssen ja abschichten bei den vielen Krisenherden in der Welt. Und da steht natürlich die Frage im Raum, Kollegin Beck, kann oder darf man mit Assad reden und verhandeln? Ich glaube, dass unser Außenminister recht hat, wenn er sagt, dass es mit Assad keine Zukunftsperspektive für das Land Syrien geben kann. Ich glaube aber auch, dass ohne ihn es auch keinen Waffenstillstand geben kann. Das ist genau das Problem. Und deshalb muss man mit ihm reden. Als Verhandlungspartner müssen aber auch der Iran, die Türkei, Saudi-Arabien, Katar, alles, was darum liegt, beteiligt werden. Und wie ist es mit Russland? Auch da, Herr Gerke, ausnahmsweise bin ich mal bei Ihnen, ausnahmsweise müssen wir mit Russland natürlich verhandeln, ohne, und das sage ich aber auch ganz klar, dass wir die Ukraine-Krise deshalb aus den Augen verlieren. Das kann nicht sein. Der US-Außenminister hat erklärt, ich zitiere, wir haben die gleichen Ziele, der IS muss zerstört und komplett gestoppt werden. Gespräche mit Russland seien deshalb notwendig, um die militärischen Operationen, da geht es jetzt in eine andere Richtung, um die militärischen Operationen gegen den IS zu koordinieren. Und da kann man ja vielleicht zunächst mal Flugverbotszonen einrichten
und dadurch Schutzzonen im Land organisieren. Ich stimme übrigens mit Volker Kauder überein, wenn er sagt, eine militärische Operation muss vorrangig aus der Region selbst kommen, wenn sie denn kommen muss. Wenn das Land ohne militärischen Einsatz nicht befriedet werden kann, dann ist das Aufgabe der Nachbarstaaten, zum Beispiel Saudi-Arabien oder andere. Dieser religiös motivierte Krieg findet zwischen muslimischen Völkern und Gruppen statt. Deshalb sind Sie zuallererst aufgerufen, dem Schrecken ein Ende zu bereiten. Wir müssen die politischen Prozesse steuern. Wir müssen diplomatische Lösungen suchen. Wir müssen die humanitäre Hilfe leisten und in die Offensive gehen. Und für diese schwierigen Verhandlungen kann man ja nur denjenigen, die für uns verhandeln, nämlich die Bundeskanzlerin und unserem Außenminister, viel Geschick, viel Kraft und viel Geduld wünschen. Vielen Dank, meine Damen und Herren. Nächste Rednerin ist die Kollegin Christine Buchholz für die